Und wir sind fast am Ende unserer Sendung angekommen, aber nur fast. Wir sind noch ein paar Minuten auf Sendung, also bleibt ruhig noch dran. Wir haben nämlich noch ein paar Highlights geplant. Und innerhalb einer letzten Sendung, Charles, da hast du ein Versprechen bekommen. Und dieses Versprechen wird jetzt auch wirklich eingelöst. Und was das für ein Versprechen war, das gucken wir uns jetzt mal an. Man steigt nicht ein in das Flugzeug, sondern man zieht es an. Ne? Man zieht diesen Schlafsack an, legt sich rein. Und der starke Zweitaktmotor drückt einen dann mit Effet in die Luft und das ist eine tolle Sache. Ich habe das Ding auch weiterentwickelt zum B-Place, also zum Doppelsitzerfliegen, kann auch Gäste mitnehmen bis 70 Kilo. Achso, du kannst sogar noch jemanden mitnehmen. Ja, 70 Kilo, passt das? Nee, leider nicht. Oh, schade. Aber ich kann mir Mühe geben. Von den Herren jemand 70 Kilo? Nee, ne? 65. Ja, ja okay, kannst mitfliegen. Wir fliegen über die Alm, was hältst du davon? Bin ich bei. Ja, top, die Wette gilt. Natürlich, immer! Das ist gar schlimmer! Nett und grüße, ja! Hallo, mein Lieber! Wähle ich dich sogar noch aus dem Sitz hoch! Und wenn es hier zu wackelig wird, dann kehr mal wieder um. Du bist doch ein harter Kerl, ne? Springe auf Gerüsten rum, die wackelig sind. Ja, dann. Ich laufe auf Bohlen. Dann ist doch alles gar kein Problem. Das ist natürlich immer so ein bisschen am Wackeln, ne? Ja, meine Güte, ist super der Mann. Hallo. Dass das kein U-Boot ist irgendwie, was ruhig durch die See schippert, ist mir vorher schon klar gewesen. Ja. 71 und 117 sind? 80, 109, 88. Eine Menge Gewicht. Ja, du, schau mal. Du hast fast 40 mehr als ich. Nee, du hast über 40 mehr als ich. Wie viele Minuten haben wir noch bis zum Start? Eine. Ach du Scheiße, eine Minute. Nur in dem Fall, dass ich ohnmächtig werden sollte, nur dann hier kräftig dran ziehen, dann geht oben das Ding auf. So, jetzt... Ja, wie merke ich denn, dass du ohnmächtig wirst? Ja, wenn ich nichts mehr sage. Ach so. We'll be right back.
Schönen Dank. Geile Nummer. Ich würde sagen, ich übergebe direkt an Maurice, denn die beiden stehen jetzt auch hier. Ja, genau. Wir haben die beiden natürlich hier zu Gast. Klar, ich habe eben schon gesehen, aber Detlef, schön, dass du auch da bist. Hi. Bitte ins Mikrofon sprechen. Hi. Genau. Ja, wir haben jetzt den Flug gesehen. Hättet ihr oder hättest du damals gedacht, dass aus der Wette dann irgendwann mal noch ernst wird? Auf jeden Fall. Also schon, weil im Nachgang zu der Sendung haben wir das nochmal ein bisschen bekräftigt. Du, das machen wir einfach irgendwann mal, du kommst dann mal vorbei. Ja. Und Joff hat mir dann irgendwann letztlich mal geschrieben, du, Detlef, ruf dich mal an. Was ich nur nicht geschnallt habe, ist, dass ihr das tatsächlich auch filmen wollt. Und das Ganze war dann ein bisschen hektisch von der Planung jetzt. So kurzfristig, weil ich bin natürlich selbstständiger Malermeister und da ein bisschen arg eingebunden auch gerade, weil ich eine Druckbaustelle da habe. Ja. Und, und der sagte noch, dass Wetter ist so gut, komm, wir müssen mal. Ich sag, du, vielleicht Mittwoch, vielleicht Freitag. Ne? Wenn das relativ spontan geht, sage ich, dann geht das. Wie lange brauchen wir denn? Sagt er, nicht so lange, ne? Wir fliegen nicht so lange. Ich sag, ja, los, komm, dann können wir das irgendwie machen. Ja, und dann haben wir das Freitag halt eben so mal gerade spontan eingeflochten. Ja. Und war ein super Erlebnis. Danke nochmal, Detlef. Ja, gerne. Ja, genau, sehr gerne. Die Frage, wie war es denn für euch beide? Oder gerade für dich, wie hast du es erlebt so in dem Ding? Also schon krass. Es ist ja nicht so, dass ich noch nie geflogen wäre. Aber ich sag mal, mit der 737 kann man das ja nun nicht vergleichen. Überhaupt nicht. Es ist schon ein bisschen so, wenn du dann tatsächlich da in diesen Sack einsteigst und dann dich da quasi in den Gurt fallen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann merkst, dass du eigentlich nur so 20 Zentimeter über dem Boden bist. Und ihr denkst, naja gut, beim Start ist das nicht so wild, aber bei der Landung. Ja, klar. So. Und nee, das war schon heftig. Und wir hatten halt eine relative Thermik an dem Tag. Oh ja. Das war schon grenzwertig. Also er hat sich dann ja, oder uns malte dann ja hochgeschraubt, damit wir dann auch irgendwann mal die Reiseflughöhe von 300 weißt Metern, du noch, ich hab's mir gemerkt. Über die Müllverbrennungsanlage, da ging es aber richtig ab, ne? Ja, ja, richtig. Oh, richtig. Und auf einmal ging das wirklich so hoch. Und manchmal machte sein Flieger aber auch so einen leichten Nasendüpper nach unten. Und da habe ich so ein paar Mal schon gedacht, so, Das wohl gut geht. Hast ganz schön gezittert, als du die Brille abgenommen hast. Da hat man es besonders gesehen. Ja, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, du hast das ganz locker genommen. Eigentlich schon. Ja. Aber wie gesagt, einige Sachen waren ein bisschen grenzwertig. Und die Kurven, die über die Alm gedreht, die waren relativ Schräglage. Und dann dachte ich auch so, ich kann nicht verhehlen, dass mir doch ein ganz klein bisschen mulmig dabei auch gewesen. Aber ich denke mal, für die Perspektive auf der Alm, ich meine, das hat man ja nicht jeden Tag, hat sich das sicherlich sehr gelohnt. Hammer. Also eigentlich hätte er noch drei Kreise drehen können. Für dich war das jetzt natürlich nichts Neues, du machst das öfter, aber wie ist das denn für dich, zu zweit zu fliegen? Ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl? Ja, schon. Also ich versuche ja immer, wenn ich überhaupt jemanden mal mitnehme, immer bei ruhigem Wetter zu fliegen. Also morgens oder abends, wenn die Ballons in der Luft sind, wenn die Luft ruhig ist, dann ist das wie ein fliegender Teppich. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was du jetzt leider erleben musstest. Ne? Aber wir standen ja unter Zeitdruck und ich war ein bisschen unsicher an dem Tag. Ich denke, mein Gott, der Ostwind. Und Ostwind ist immer dodong, dodong, schlaglochmäßig. Ne? Und dann hat man ja auch die Thermik-Variante da drin. Also das war schon, sag ich mal, Kirmes pur. Ne? Radrennbahn pur. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlich cooles Erlebnis war. Vielen Dank dafür, dass du das ermöglicht hast. Vielen Dank dafür, dass du mitgemacht hast. Auf jeden Fall. Das gar kein Thema. Also so eine Einladung kriegt man ja nicht alle Tage. Vielleicht kann ich noch sagen, es gibt von diesen Fluggeräten nur 3 Stück auf der ganzen Welt. Also nochmal mehr eine Ehre, dass du das überhaupt machen darfst. Das ist mir bewusst gewesen. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön. Dann vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du auch weiterhin noch da bist. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann in der Zukunft noch die Chance, dich zu revanchieren. Vielleicht muss er dann mal ein Spiel mit kommentieren oder irgendwas in der Art. Vielleicht. Das ist überhaupt eine gute Idee. Aus der Luft kommentieren, das wär's doch. Nein, nicht aus der Luft kommentieren. Nochmal, du bist doch wortgewandt. Dich nehme ich mit auf den Dings, auf den Reporterplatz. Wow. Ja, super. Das kriege ich hin. Die Wette gilt. Ja, die Wette gilt, mein Lieber. Organisiere ich in der nächsten Saison. Super. So, das haben wir auf jeden Fall festgehalten. Da werden wir mit der Kamera auch eventuell, wobei im Stadion wird wahrscheinlich schwierig. Das wird schwierig, aber vor dem Spielbeginn mag das funktionieren. Ja, irgendwas kriegen wir daraus. Also wir liefern den Beweis, dass ihr beiden das gemacht habt. Vielen Dank.